So, hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Gothic. Letztes Mal haben wir den ersten Teil des Schläfertempels gemacht und sind jetzt hier dabei, in den zweiten Teil vorzudringen, was mir aber relativ Schiss macht mal wieder, ja? Kann ich euch schon anvisieren? Ja, kann ich. Ich habe volles Mana, also... Die! 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 All of you die! Einer weniger? Wie viel Leben hast du noch? Oh, der hat auch noch eins. Stirb. Ah, sie erwischen einen trotzdem immer wieder. Shit. Was ist eigentlich dieser Schnitter? Ist der irgendwas wert? Nee, ne? Wo ist unser Aus... Alter, das sind alles Zweihänder. Hey, ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Ich lerne Zweihänder bei dem. Mir völlig egal. So. Es geht tiefer hinein. Da hinten ist wieder einer von diesen Zauberern. Ah, die gefallen mir nicht. Oh. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Ich hasse dich. Wir nehmen unsere typische Angsthasen-Taktik. What the f- Wieso seid ihr so viele? Was bist du denn? Wieso zur Hölle gibt's hier Minecrawler? What the fuck? Just why did you spawn? Leckt mich alle. Spring weg. Alter, was? Aber Minecrawler und Skelette und also beides gleichzeitig finde ich ja ziemlich gemein. Wo zur Hölle kommt der her? Wieso? Fick dich, du Kackviech. Die heizt sich ein, ey. Das kann doch nicht sein. Alter. Ah, okay, die untere Höhle. Die untere Höhle hat ihn ans Tageslicht gebracht. Ja, gib mir mal was auch immer. Kann ich bitte... Na, okay, ich darf dich nicht lernen. Darf dich nicht ausrauben, du möchtest nicht. Okay. So, die stehen da unten. Das Skelett ist von denen nicht der stärkste. Das war dämlich. Just fuck you. Halt! Bitte ziel auf ihn, während du ihn an. Immer diese unnötigen Treffer. Ich sollte mal ein bisschen mehr mich bewegen und alles, ja. So, eins ist, glaube ich, noch da unten. Ich habe vier gezählt, aber habe ich nicht einen getötet? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir heilen uns wieder ein bisschen hoch. Ja, bisschen gebratenes Fleisch essen. Mmh, om nom nom. Lecker, lecker. Om nom 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 nom. Oh, so viel gebratenes Fleisch. Mein Bauch explodiert, weil ich so ein Vielfraß bin. Om nom 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 nom. Also entweder bist du ziemlich schlecht bei der Verwertung oder du hast wirklich einen ziemlich großen Bauch. Das soll reichen. Dann heilen wir hier noch ein bisschen hoch. Jawohl. Das passt schon so. Okay, hier ist keiner mehr. Gilt's jetzt als nächstes, den Skelettmagier da oben zu besiegen. Töte ihn! Den da sollst du töten! Gott, noch eins! Na endlich. Nein, du zielst auf den an! Gott, bist du dumm, ey! Meine Fresse! Oh, guck mal, direkt einer vor mir ist da. Aber ich visiere den anderen an, der so weit weg ist, dass ich ihn gar nicht sehe. Aber ich visiere ihn an, vielleicht treffe ich ihn ja. Das ist sicherlich keine total sturzbesoffen dumme Idee.
Ja, ich bin ein Esel. Meine Güte, ey. Ja. Und damit ist es offiziell. Wir können uns erneut hochheilen. Wir haben sonst nichts Besseres zu tun, als uns andauernd hochzuheilen, weil wir so dumm sind wie Esel. Heilige Scheiße, ey. Das kann doch nicht sein. So, das soll uns mal reichen. In der Ork-Festung gibt es halt auch keine Betten oder so ein Scheiß, ne? Also können wir uns nicht wieder hochheilen. Scheiße. Erste suchen es mit ein bisschen Magie. Komm her. Eins weniger und das andere hängt da hinten. Okay. Ja, so nach und nach kriegen wir die leer. Auch wenn mich das viel zu viel Heilung kostet. So, weg damit. Du verreckst eh in den Flammen. Sehr schön. Ich hoffe mal, wir können jetzt noch gucken, was denn dieser Magier hatte. Der liegt doch da bestimmt noch in seinem Blut, oder? Der ist weg. Ach, fickt euch doch alle. Fickt euch doch. Wieso despawnt denn der? Na, Hauptsache, deine Waffe ist wieder auf den Boden gefallen. Da unten. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ja, vor allem, wo sie hingefallen ist, ist wieder erwähnenswert. Okay. Da unten geht's wohl zu meinen Crawlern. Ah, die holen wir uns jetzt auch noch gleich. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Oh. Hallo, du. Heilige Scheiße. Was seid ihr denn für eine abartige Spezies? Ah, okay, da kommen wir, glaube ich, wieder raus. Oder? Ja, das hier ist der Ausgang. Ach, guck mal, wer da liegt. Das ist ja süß. Fällt's also hier durch? Bei euch ist keine Ausrüstung. Dann suchen wir... Hallo, ich habe sicherlich nicht Untote vernichten. So tot sind diese ganzen Minecrawler noch nicht. Okay, Alter, wie eklig das hier ist, ja. Ich will gar nicht wissen, was da hinten noch alles auf uns wartet. Du denn? Könntest du bitte einfach auf das Schwert wechseln? Ach, der ist schon tot, oder wie? Hä? Lebst du noch oder bist du tot? Gib mir einfach dein Schwert. Keine Ahnung. Aber wir kommen hier in... Wieso gibt es hier unten Orks? Das ist mal ohne Scheiß. Wieso gibt es hier unten Orks? Wir haben mittlerweile 50 Lernpunkte. Das reicht locker für... Nein, du guckst bitte den Gefährlichen an. Jetzt kannst du das dumme Stück Scheiße töten. Tempelwächter. Wieso gibt es hier unten Tempelwächter? Ich dachte, er ist versperrt und keiner darf rein. Alter. Dieser Tempel macht mir echt Angst. Hier wird uns wieder eine Aufgabe gestellt, das sehe ich schon. Ja, greif den an, der ganz weit weg ist. Das ist sicherlich keine total dumme Idee.
What the fuck? Fuck it. Wir haben hier keine Chance. Ja, wenn wir natürlich unser Schwert ein bisschen über unserem Kopf schwingen, dann werden die alle abhauen, weil die so eine Angst vor unserer Intelligenz haben. Ja, guckt uns an. Wir sind nicht der dumme Vollidiot aus Gothic. Ja. Ich habe jetzt schon tierisches Schiss. Licht machen wir natürlich auch wieder an. Leben brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr. Deshalb wir uns wieder hochheilen. Hey, toll. Nochmal. Einen von denen. Spawnen die Skelette erst, wenn wir uns hier reinmachen, oder? Oh, die sehen uns schon. Das ist ja süß. Halt, eins! Eins! Der Kerl geht mir so auf die Nerven. Ja, los, renn ein bisschen auf die Seite. Er wird sicherlich nicht versuchen, gegen dich zu kämpfen, wenn du auf die Seite gehst. Ja, bitte, komm. Okay, die Kinder... Die weichen nicht aus, wenn man vorher... What? Eins! Du sollst deine Waffe ziehen, du Idiot! Wie dumm bist du eigentlich? Nein! Lass deine Waffe stecken! Los, komm! Zieh sie nicht raus! Das sorgt für viel mehr Action! Alter, ernsthaft! Komm schon! Wir speichern jetzt erneut, weil wir haben sie tot gekriegt. Ich habe keinen Bock, gegen die schon wieder zu kämpfen. Das wird aber passieren. Hm. Oh, sie sehen uns. Hm. Hey, 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 Freundchen. Einer weniger. Zwei weniger, sehr schön. Alter, die Kampffähigkeiten. Also entweder sind das, das sind entweder wirklich meine Kampffähigkeiten oder die von anderen. Egal was es ist, es ist wirklich bescheiden, ey. Da liegt noch irgendwas. Lag doch gerade noch was. Na, egal. Wir nehmen natürlich wieder alles mit, was wir mitnehmen können. So. Das ist schon mal auf jeden Fall, ist das schon mal sehr schön, dass das immer weniger Items werden. Oder Skelette. Wir haben jetzt, glaube ich, die meisten tot gekriegt. Das heißt, wir können hier jetzt weiter... Oder? Sind hier noch irgendwelche? Können wir die anvisieren? Ja, komm runter. Da ist nichts mehr. Kommen wir hier jetzt wieder raus? Wir kommen hier nicht mehr raus. Das heißt, wir brauchen... Wieso gibt es hier einen Trank? Brauchen wir hier magische Energie? Oder ist das einfach nur so aus Jux und Dollerei? Es muss hier einen Hinweis geben. Ja, wir wurden hier eingeschlossen. Sonderbarer Stein. Hm, was wird der wohl machen? Keine Ahnung, aber bevor wir ihn angucken, gehen wir erstmal hier auf die Suche, was es hier alles gibt. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwas, was uns hilft. Dieser Schalter ist auf jeden Fall interessant, ja. Hm. Ich fürchte mal, da wird irgendwas spawnen, wenn wir auf diesen sonderbaren Stein drauf gehen. Halt, warte, hier waren wir doch schon, oder? Hier gab es den Trank. Natürlich, wir müssen da oben reingucken.
Noch ein Trank. Ah, hier gibt es Lebenstränke. Ja, hier scheinen schon viele Leute verreckt zu sein. Dieser Tempel ist auf jeden Fall ziemlich gruselig. Ich mag die Oberwelt mehr. Ja, dann testen wir doch mal, was dieser sonderbare Stein macht. Vermutlich beschwört er irgendeinen Bossgegner, der uns einfach tötet, ja. Wir können damit gar nichts machen. Wir können es zwar draufstellen, aber vielleicht mit der Waffe irgendwie reinstecken? Mit einem spitzen Schwert? Nee. Mit einem Schwert können wir den gar nicht anvisieren. Ja, erstmal wieder Licht. Erstmal wieder Licht. Licht wegstecken. Was könnten wir damit machen? Ich meine, wir können die ja jetzt alle umdrehen, aber wir haben ja die Reihenfolge nicht. Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Hier muss es irgendwo den Hinweis geben, wie es hier weitergeht. Aber wo ist der? Mann! Ich hab Schiss. Ja, was passiert denn, wenn ich an diese Schalter einfach mal aus Jux und Dollerei drücke? Wir machen wieder dieselbe Reihenfolge wie unten. Was bist du denn? Du bist... Bist du freundlich gesinnt oder nicht? Hey, du. Der ist nicht freundlich gesinnt. Alter, hol doch bitte deinen Untotenvernichtung raus. Junge, lauf doch nicht nur durch die Gegend. Mach doch auch mal was. Gott, noch eins. Nochmal. 5 Untote vernichten. Okay, den können wir so nicht vernichten. Wie kriege ich dich tot? Niederer Dämon. Bitte sag mir jetzt nicht, dass jeder dieser Schalter einmal einen Dämon holt. Gott, nein! Wieso muss ich denn dann hier wieder raus? Das spawnt auf jeden Fall ein Dämon. Scheinbar immer wieder, fürchte ich. Na, da können wir jetzt ein paar Pilze fressen, ja? Welche davon sind die guten, die da? Ich will nicht gegen solche Viecher kämpfen. Ich will es nicht. Aber schön, Untote vernichten dürfen wir hier nicht verwenden. Na, wunderbar. Was heißt, dieser Dämon lebt also noch? Alles nur Lebensenergie-Bonus. Oh, nehmen wir doch noch die hier. Ah, ne, Lebensenergie. Wer hat denn alles überhaupt Mana-Bonus? Du hast zu viel? Wow, wir haben gar nicht so viel Mana-auffüllendes Zeug dabei. Ja, Licht brauchen wir auf jeden Fall nach dem Speichern wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir den Schalter hier wieder drücken, spawnt da wieder irgendwas. Wir müssen ihn natürlich von der anderen Seite drücken. Auch hier ist wieder einer gespawnt. Ich habe keinen Bock. Können wir dich nicht von hier direkt? Können wir sogar. 1! Auch den dürfen wir nicht. Ja, was brauchen wir denn dann? Ich weiß nicht, was das ist. Oh Gott. Oh Gott. Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich. Verdammt.
Nein! Was bist du denn? Tausend Erfahrung. Ja, leck's mich doch am Arsch, ey. Was hat der denn, Lichtbringer? Die Waffe ist unbrauchbar geworden. Ja, natürlich, wir können das in den sonderbaren Stein reinschmeißen. Kugelblitzkanner und Schabernark hat er. Okay. Das war also, wir mussten erst zwei niedere Dämonen. Und jetzt müssen wir hier das Teil wieder reinstellen und dann... So, jetzt haben wir auf jeden Fall irgendwas aktiviert. Die Frage ist, hat uns das überhaupt weitergebracht? Oder hat uns... Oder war da außer Erfahrung nichts zu erhalten? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, natürlich wieder ein bisschen Licht. Das ist immer gut. Licht weg. Waffe ziehen. Bessere Waffe ziehen. Hm... Ich verstehe nicht, was wir hier sollen. Oder anders, ich weiß nicht, was es uns gebracht hat, jetzt hier was zu machen. Oh, guck mal, da geht's weiter. Aber wir dürfen hier noch nicht raus. Das ist aber schade. Warte mal. Warte mal, was ist denn unser neuer Tagebucheintrag? Ach, scheiße. Den raus und den rein. Wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Mir zu Füßen beenden. Das ist mir scheißegal. Ich möchte wissen, was der bringt. Warum ist er da? Was ist sein Lebensstil und so ein Scheiß? Noch ein Tempel Mindcrawler? Ach, hör mir doch auf. Natürlich. Natürlich. Wie immer. Machst du beides auf? Ist da nur der Tempel-Minecrawler? Da ist doch noch was. Oh, ein Tempelwächter, okay. Den kriege ich aber, glaube ich, tot. Mit Angsthasen-Strategie. Der hat uns noch gar nicht gesehen. Ja, das ist ja praktisch. Können wir ihm schön Feuer in die Fresse hauen, ja? Untote vernichten ist mir ziemlich unnütz. Ich fresse einen Besen, wenn das reicht. Hier kommt noch mal irgendwas. Nur wegen den Tränken? Nee, im Leben doch nicht, oder? Schmetterschlag. Wahrscheinlich wieder ein Zweihänder. Das sind alles Zweihänder auf der Stärke dann. Der trägt ja nichts, ne? Ja. Ah, ich sehe schon. Hier sind auch wieder Schalter. Jeder dieser Schalter wird garantiert wieder irgendwas machen, ja? Hm, schauen wir mal. Hell und dunkel. Was könnte was sein? Wir suchen jetzt erstmal Vorkommnisse von hell und dunkel. Bin mir nicht ziemlich sicher, dass nur eins von beiden uns zum Ziel führt. Hier ist nix. Ha, hier ist auf jeden Fall zu. Und der Stein ist dunkel. Aber gibt's hier nicht irgendwelche Anzeichen noch? Hell und dunkel. Ja, was könnte dann hell sein? Hell kann ja theoretisch auch für aufstehen, ja? Und warum waren hier Skelette? Hier muss auch irgendwas sein. Naja, wir sind auf jeden Fall schon wieder bei 24 Minuten. Hilfe. Falls euch der Part gefallen hat, würde ich sagen, würde ich mich freuen, falls ihr kommentiert und gut bewertet. Ebenso würde ich mich freuen, falls ihr mich abonniert, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Total Immersion Racing, genau, von Let's Play Gothic. Bis dahin, Servus!